Ninja Genetics, Fitness and Bodybuilding Lifestyle Worldwide. Yo, was geht ab, Leute? Mischa hier und wir sind hier wieder mal unterwegs nach Stuttgart. Und ich habe mir in letzter Zeit einiges an Feedback durchgelesen von euch, was ihr in nächster Zeit so auf meinem Channel sehen wollt. Und nebst den Voiceovers, nebst den Trainingsvideos, die mit Voiceovers untermalt sind, sind auch die ganzen Theorievideos im Allgemeinen wieder sehr gefragt worden. Also Leute möchten einfach zu verschiedenen Themen meine Meinung wissen. Und ich habe mir gedacht, ich mache es in Zukunft einfach so, dass ich mir die Fragen hier auf dem iPhone notiere und dann einfach entsprechend einzelne Themen mit euch bespreche. Und ein Thema, das ich jetzt direkt mal beginnen möchte, ist, ich habe sehr viele Fragen bekommen, ja Mischa, bezüglich des Armmessungsvideos. Du redest ja immer davon, dass du deine Arme gar nicht mehr trainierst, nur noch einen Satz Bizeps pro Woche, auch deine Schultern trainierst du so gut wie nicht mehr. Wieso machst du denn das jetzt nicht mehr? Ist dir das nicht mehr wichtig? Und ich verstehe natürlich in erster Linie, wenn Leute mir schreiben, ja, wieso willst du deine Arme nicht mehr größer haben? Weil viele Leute haben ja den Wunsch, möglichst große Arme zu bekommen. Und das Thema, das eigentliche der Videotitel, den ich jetzt hier diesem Video geben möchte, ist, wenn eure Stärke zur Schwachstelle wird. Jetzt, was heißt das? Das heißt Folgendes. Wer mich schon ein bisschen länger verfolgt, der hat auch schon gesehen, dass ich eine Zeit lang eine sehr, sehr, sehr dominante Schulterpartie hatte. Mittlerweile redet man nicht mehr so krass davon und das ist auch gut so. Und das ist in meinen Augen auch die logische Konsequenz dadurch, dass ich eben meinen Trainingsplan umgestellt habe. Ich habe das ja auch im Lean Bulk System so ganz klar erklärt, wie man das machen muss, um seine Schwachstellen entsprechend zu priorisieren. Also im Lean Bulk System habt ihr zum Beispiel zwei Push-Tage und beim einen Push-Tag, da fängt man ja mit Military Press an. Und wenn jetzt jemand natürlich nach einem halben Jahr merkt, ich muss hier vielleicht noch kurz das Licht anmachen, wenn jetzt jemand nach einem halben Jahr merkt, fuck, meine Schultern, die wachsen viel schneller als meine Brust, dann wäre es dann in diesem Moment vielleicht ratsam, dass ihr die Military Press mit den Gironda Dips austauscht und dann die Gironda Dips als neue Fokusübung zur Progression verwendet und dann entsprechend auch mehr, mehr für die Brust macht. Und genauso habe ich es gemacht. Also ich habe jetzt nicht die Gironda Dips momentan als Fokus drin. Ich hatte sie bereits drin ein paar Mal, aber momentan mache ich es einfach so, dass ich meine Schultern mit maximal zwei Übungen trainiere. Meistens, sage ich jetzt mal, eine Druckübung habe ich noch drin und das ist Military Press und sonst eigentlich so gut wie gar nichts. Also ich mache noch ein paar Side Rows ab und zu, ein bisschen Seitheben, wenn ich Bock habe und die Face Pulls und das eben meistens so an einem Push-Tag sind das meistens dann 3 bis 5 Arbeitssätze. Wobei eben die Face Pulls, die schaue ich für mich gar nicht mehr als Hypertrophie-Übung an, sondern die haben für mich schon einen Wert bekommen in Bezug auf die Schultergesundheit und auf die Mobilität. Dazu habe ich ja auch schon ein Video gemacht über die Face Pulls. Und jetzt nochmal zum Thema Schwachstelle und Stärke. Jetzt einige haben gesagt, ja, du hast jetzt 47,5 cm Armumfang, Mischa, du könntest es doch locker auf einen 50er schaffen. Und ganz ehrlich, Leute, ich will es momentan auch gar nicht auf einen 50er schaffen. Sogar wenn mir jetzt jemand sagen würde, Mischa, ich könnte dir jetzt direkt 50er Arme besorgen, ich würde sie nicht wollen. Und wieso nicht? Weil ich als Bodybuilder auf die Symmetrie, auf ein harmonisches Erscheinungsbild achte. Das heißt, mir ist es persönlich sehr, sehr wichtig, dass mein Körper harmonisch wirkt. Und deshalb sind große Arme für mich eigentlich was eher störend wirkt. Weil besonders in Posen wie Back Double Biceps wirkt dann einfach mein Rücken total schwach im Vergleich. Oder auch in Posen wie Side Chest, wo dann die Brust irgendwie schon fast mickrig aussieht im Vergleich zur Schultern, zu den Armen. Und deswegen habe ich jetzt mit dem konsequenten Meiden von Druckübungen für die Schulter und im Allgemeinen das intensive Training für Schultern und dafür den Fokus mehr auf die Brust zu legen, konnte ich jetzt meinen Look verbessern. Also mir haben viele Leute geschrieben, Mischa, du hast deine Brust krass aufgebaut und sie ist ein bisschen besser geworden, aber ich bin auch fest davon überzeugt, dass ein großer Teil davon entstanden ist, weil ich eben den Fokus weg von den Schultern genommen habe. Das heißt, es kann sogar sein, dass ich momentan ein bisschen weniger Armumfang habe als auch schon und sogar ein bisschen weniger Schultern, aber ich sehe trotzdem insgesamt, im Gesamterscheinungsbild besser aus. Es sieht nach mehr aus.
das ist der Punkt, den ihr euch mal hinter die Ohren schreiben solltet, ihr euch mal auch überlegen solltet. Wie gesagt, wenn die Stärke zur Schwachstelle wird, das heißt mit anderen Worten, wenn meine Schultern so stark sind, dass es dann eben andere Sachen so schwach aussehen lässt, dass der Gesamtkörper nicht mehr so gut aussieht. Macht euch mal Gedanken über das. Gebt mir Feedback, es würde mich wundern, was eure Meinung dazu ist. Vielleicht könnt ihr mal euren Körper analysieren und in die Kommentare schreiben, was ihr findet, wieso eine Muskelpartie die andere stärker oder schwächer aussehen lässt. Weil ich habe da einige Sachen gesehen. Ich habe auch Leute, die haben so krasse Oberschenkel, dass ihre Waden dünn aussehen. Und wiederum habe ich selber das Problem gehabt, früher mal, dass meine Waden so krass dick waren, die waren ja schon immer dick, dass meine Oberschenkel lange, vor allem von hinten, auch sehr dünn aussehen. Also ihr seht, es gibt da diverse Zusammenhänge. Es ist nicht nur im Oberkörper der Fall. Aber ihr seid da auch gefragt, gebt mir Feedback, was ihr davon haltet. Und ihr könnt mir natürlich auch schreiben, was ihr dafür gemacht habt, um die Sache besser zu machen. Also wie habt ihr eure Training angepasst? Lasst uns eine geile Diskussion führen über dieses Thema, weil ich finde es extrem spannend, extrem interessant. Die ganze Symmetrie eines Bodybuilders. Und ja, das war es jetzt von meiner Seite. Und ich mache jetzt noch ein paar solche Videos hier im Auto und dann auch wieder zu Hause. Weil, wie gesagt, ich habe jetzt hier wirklich sehr, sehr viele Fragen notiert. Gebt mir einen Daumen hoch. Und wenn ihr weitere Fragen habt, die ich mir aufschreiben kann, schreibt es in die Kommentare. Und die Leute, die das geil finden, sollen es dann auch mit einem Daumen hoch kommentieren, damit diese Kommentare ganz zu oberst landen und ich sie auch sehe und mir dann direkt hier ins iPhone notiere für euch. That's it. Viel Spaß und bis bald. Peace out.